Also auf zum Gerichtsgebäude. Götter behütet uns. Schützen! In Stellung gehen! Pfeilhagel auf mein Zeichen! Mein Gott, was kommt denn da an? Jörg ist verloren. Es sind zu viele für uns. Muss die gesamte britische Armee sein. Mars, steh uns bei. So etwas habe ich noch nie gesehen. Soldaten! Eine große Schlacht erwartet uns. Sie stehen vor unseren Toren, um uns alles zu nehmen, was wir haben und was wir lieben. Sie sind entschlossen, uns alles zu rauben. Feuerwehr! Zeigen wir ihnen, was wir dazu zu sagen haben! Schützen! Feuer öffnen! Was können wir tun? Da können wir nicht hin. Bereit zum Feuern, Herr! Die Belagerungsmaschinen. Ballisten, zielt auf die Belagerungsmaschinen! Das wird uns erstmal ein paar Männer sichern. Sobald ihre Leiter den Stein berühren, tretet sie runter! Da kommen sie! Und zurück mit dir. Verwarten Soldaten auf der Mauer! Römer! Tretet doch die Leitern um! Leiter! Schützen in Position! Das normale Blocksystem. Und ins Gesicht. Noch mehr Leitern? Da hinten. Turm in Reichweite! Geht nur Zeit, wenn ihre Schützen sich zum Schuss bereit machen! Salve abfeuern! Vogelschützen! Schützen! Salve abfeuern! Salve jetzt abfeuern! Salve abfeuern! Ranmachen, Männer! Dann fangen wir die halt, wenn die hier rankommen. Wie weit können die denn da durchfahren? Haltet sie auf, Männer. Ich schneide die Seile durch. Hol dir dein Königkreuz. Sind bereit. Küss. Deck mich. Mit seinem einfachen Schwert macht er das. Leiter. Die nächsten Türme kommen schon. Den holen wir uns. Das nächste ist ein bisschen Leben wiederholen. Das nächste Ziel. Was ist schlimmer? Die Belagerungsmaschinen. Ballisten, zieht auf die Belagerungsmaschinen. Sie sind in Reichweite. Die Türme können wir aufhalten. Da ist eine Leiter. Tritt sie doch um. Ich bin froh, dass ihr uns verraten habt. Schützt in Position. Spiel auf die Befehle.
feuert jetzt. Belagerungsturm. Gib Bescheid, wenn ihre Schützen feuern wollen. Salve abfeuern. Bestimmt auf der anderen Seite noch weitere Leitern. Ja, natürlich. Salve abfeuern. Ah, nicht mehr für den gereicht. Salve abfeuern. Salve abfeuern! Ich kann da gar nichts mehr sonst sehen in dem Turm. Halten Sie auf! Ich brauche Zeit, um diese Seile durchzuschneiden und den Turm zu zerstören. Sehr gut, Jungs. Weg mit dem Ding. Er schwebt hier ein bisschen. Und wie immer, die Belagerungsmaschinen. Belagerungsmaschinen. Mein Gott, kommt deine Armee an. Wie lange sollen wir denn hier standhalten? Als nächstes kommen wieder die Leitern. Kennt ihr doch schon. Und runter mit dir. Und rüber zur anderen Seite. Gleiche Spielchen. Bei euch gar nichts los da drüben. Salve abfeuern! Schildblock ist nicht so gut dann. Salve abfeuern! Feuer! Schützen! Salve abfeuern! Feuer! Salve jetzt abfeuern! Ja, umtreten. Salve abfeuern! Vogelschützen! Jetzt geht's um alles. Sie haben nur noch eine letzte Chance. Zerstört diesen Turm und die Belagerung ist zu Ende. Ist das so? Was sind die anderen Türme denn? Die Leitern sind alle umgekippt. Und drauf. Einen haben wir schon mal. Wo sind denn meine Bogenschützen? Schützen! Deckung vorbei! Feuer!
4 und 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wo sind meine Bogenschützen? Schützen! Deck mich! Er hält ein bisschen mehr aus. Marius! 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 Folgt mir, Männer! Das Südtor ist gefallen. Wo ist unser Zenturi? Die Stadt wird überrannt werden. Bringt diese Menschen zu den Schiffen. Ja, Herr. Ich muss den Hafen erreichen. Gibt es einen anderen Weg? Ja, Herr. Durch diese Armensiedlung dort. Durch die Armensiedlung hier durch? Nein. Hier gibt's so eine Schriftrolle. Hier durch. Die Briten kommen! Die Briten kommen! Ich werde sie auch nicht verlassen. Gib mir ein Schwert und ich werde diese Schweine selbst aufhalten. Wo sind die Fluchtboote? Ich muss meinen Sohn finden. Mein Gott, noch nie sah ein Drecksloch so gut aus. Hilfe, aber... Nein, wir können nichts machen. Ach, Hinrichtung. Verpasst. Schade. Wirf ihn ins Feuer, genau. Probier's. Jungs, ihr seid nicht schlecht. Die Leiter hoch? Ja. Mein Gott, was kommt da alles? Und runter wieder. Und nochmal runter. Hier kommt der Centurio, um den Römern den Tag zu retten. Haben wir keine Pfeile? Jetzt wieder. Noch mehr Pfeile. Oh. Zu früh gerollt.
Wer geht denn freiwillig in so ein Haus rein? Raus. Springen wir da einfach drüber? Durchs Feuer ja ganz sicher nicht. Oder da hoch? Jetzt aber schnell raus hier. So hübsch er doch aussieht. Schneller geht's leider nicht. Er will nicht rennen. Er hat Zeit. Versenkt das Boot! Kein Römer kommt hier lebend raus! Wo müssen wir hin? Das brennende Haus ganz sicher nicht. Darüber auch nicht. Dann in die Häuser rein. Da. Leiter. Beste Kamera. Ich sehe richtig viel. Und die anderen? Noch ein Haus. Nichts, was wir erreichen können. Entlang des Flusses, ja, aber wie? Ach, hier rüber. Komm zurück! Römer! Auf ihn! Es sind zwei von euch beiden. Schon weg. Der Gesichtsausdruck. Wenn er sein Schild verliert. So viel Tod. So viel Blut. Und wegen einer einzigen Entscheidung. Der falschen. Warum, wenn das mal nicht dein Untergang wird? Vitalion ruft zum Rückzug. Wir müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Herr, wir stecken hier fest. Ihre Schützen haben sich verschanzt. Diese Barbaren wollen einfach nicht aufgeben. Wer nimmt es ihnen übel? Die haben nichts mehr zu verlieren. Mal schon ein paar abwerfen. Sieht gut aus. Schleudert! Schilde! Soldat! Halt! Schilde, Männer! Zielt die Pila! Schleudert! Das sollten alle gewesen sein. Vormarsch! Ihr da! Treibt alle Überlebenden zusammen und zieht euch zurück!
Der Rest hält diese Brücke zum Rückzug offen. Ich suche Vitalion beim Gerichtsgebäude. Ja, Herr! Ja. Maximus, Maximus. Blut getränkt. Jetzt wundert mich, hatten die denn damals nur die Farbe, ja, okay, da sind mal ein paar andere Farben. Ich dachte sonst immer nur blau und rot. Da ist ja mal ein grün und ein gelb dabei. Noch eine Leiter. Die kann man so gut sehen. Das ist eine krasse Prügelei da hinten. Vorbei, Römer! Ein bisschen was von Gladiator. Einfach nicht weniger von euch. Diesen Eingang. Wir müssen uns für den nächsten Angriff wappnen. Marius, komm, folge mir. Die Götter verschaffen uns eine Atempause. Stimmt, mal wieder atmen. Na komm, dann lauf auch. York ist verloren. Wir müssen so viele unserer Männer hier herausbekommen wie möglich. Der Fluss ist der einzige Ausweg. Wir bringen sie auf das Schiff aus Rom. Es ist gepanzert und wird allem widerstehen, was die Barbaren zu bieten haben. Nein, sie müssen auf den anderen Booten unterkommen. Commodus und seine Wachen sind mit dem Kriegsschiff geflüchtet. Sie waren als Erste am Hafen und haben auf ihrer Flucht Frauen und Kinder weggestoßen. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Wir sind von allen Bezirken abgeschnitten und versuchen, die Brücken zu halten, aber die meisten von uns wurden evakuiert. Gut. Wenn alle in Sicherheit sind, werden wir York mit dem letzten Boot verlassen. Verstanden?
Ja, Herr. Marius, hier lang. Wir müssen hiervon berichten. Am besten dem Senat. Commodus wird für seine Taten büßen müssen. Richtig. Und ihr habt ihn auch noch befreit. Übernimm das Kommando, Marius. Erreiche unsere Männer auf der Brücke und bring sie zurück. Ich kümmere mich um die Evakuierung. Ihr da. Zurückziehen. Wir holen euch hier raus. Ich nehme den Skorpion und gebe euch Deckung. Ihr da. Zieht mich zum linken Ufer zurück. Ja. Zieht, Männer. Los! Ich schicke euch woanders hin. Geh, Marius! Ich halte sie auf, bis das Schiff fort ist! Nein! Ihr müsst gehen! Ihr müsst leben! Der Senat wird euch anhören! Ihr seid ein Kommandant, sie müssen! Ehre und Stärke! Halte die Barbarenhorde auf. Na geil. Maximus hält sie alle auf.
Waren das alle? Boah. Damokles war ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn. Nemesis, die Rachegöttin, gestattete Damokles als Rachegeist auf die Welt zurückzukehren. Als Centurio, in pechschwarzer Rüstung, der die Generäle, die ihn verraten hatten, bis auf den letzten Mann auslöschte. Damokles. Oh.